Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es ein Basic-Grundrezept für Waffeln. Für all diejenigen, die noch nie Waffeln gemacht haben, ist es super einfach. Auch da gibt es wieder so viele unterschiedliche Rezepte. Das ist so mein Basisrezept, wie ich es immer mache. Alle Zutaten müssen einfach in eine Schüssel gegeben werden, damit alles verrührt. Danach brauchen wir natürlich noch ein Waffeleisen, was mit ein bisschen Öl ausgefettet wird, damit die Waffeln nicht kleben bleiben. Einfach ausbacken und fertig ist das Rezept. Wir brauchen natürlich etwas Mehl, Zucker, ein Ei, dann noch was Margarine, dann gießen wir alles mit Milch auf, Backpulver kommt dazu und Vanillezucker. Alles gut verrühren, so dass der Teig schön glatt wird. Anschließend das Waffeleisen ausfetten und danach die Waffeln Stück für Stück ausbacken. Als Topping gibt es so viele verschiedene Sachen, die ihr draufpacken könnt. Schlagsahne, Erdbeeren, Puderzucker, Kokosraspeln, Haselnuss, weiße Schokolade, schwarze Schokolade. Wenn ihr neben den normalen Rezepten, die ich immer so liefere, auch mal so Basis-Grundrezepte haben wollt, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Das würde mich freuen und interessieren, was ihr davon haltet. Euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Lasst euch die Waffeln schmecken und ich sage dann schon mal bis morgen. Tschüss.